Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich und wünsche euch einen wunderschönen Samstagmittag. Tag 3 der Challenge, raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Freude. Kommt ihr mal rein. Hallo liebe Edeltraut, wunderschönen guten Tag. Schön, dass du dabei bist. Hallo liebe Regina. Ach, wie schön, wie er reinkommt. Einige sehe ich hier im Kommentarfeld. Wenn ihr mir was reinschreibt oder ein Herzlein schickt, dann sehe ich, glaube ich, alle, die mit dazukommen, kann euch persönlich begrüßen. Ich möchte heute mit euch drüber sprechen, beziehungsweise ja eine Übung natürlich machen. Das, was wir auf der einen Seite sagen, ist das andere. Aber Erfahrungswissen, es selbst zu erfahren, ist viel, viel hilfreicher. Wie du gerade in jetzigen Zeiten glücklich sein kannst, wie du es dir erlauben kannst. Das ist heute Morgen so in mein Bewusstsein gekommen und das würde ich gerne mit dir teilen. Ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich. Hallo liebe Hilke, schön dich auch zu sehen. Heute, ich habe bestellt, dass hier Ruhe um mich herrscht. Der Einzige, der vielleicht mitreden will, ist unser Vögelchen hier. Den habe ich nicht verbannt, aber alle anderen habe ich hier aus den Räumlichkeiten verbannt, dass Ruhe ist, dass keiner mit irgendwas rumklappert. Und gestern hat es ja dann sogar noch an der Tür geklingelt. Aber ich glaube, manchmal ist es auch die Herausforderung, gerade mit Außengeräuschen trotzdem bei sich zu sein. Naja, egal. Also, ihr Lieben, ich habe Ruhe bestellt und würde gerne heute mit dir, mit euch in das Thema Glücklichsein eintauchen, gerade in der jetzigen Zeit. Und da würde ich dich dazu einladen, die Augen mal zu schließen und mal einige Male auszuatmen, dich leer zu machen. Und da, wo du hockst, mal ganz bewusst mit deiner ganzen Präsenz deinen Platz einzunehmen. Gerne den Boden unter deinen Füßen zu spüren. Kontakt mit Mutter Erde aufzunehmen, die uns nährt und trägt. Lass die Schultern sinken. Lass dich in deinen Körper sinken. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt, in deinem Raum, in dem du dich befindest, aber auch in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier an. Der Atemstrom fließt ganz leicht und frei ein und aus. Ganz in deinem eigenen Rhythmus, ohne etwas zu verändern. Und dann lausch mal auf den ersten Impuls bei der Frage, die ich dir jetzt stelle, was dein Körper jetzt braucht. Frag deinen Körper mal, was er jetzt braucht. Meiner möchte gerade so eine Umarmung haben. Dann umarm dich selbst oder berühre deinen Körper an der Stelle, ganz gleich, wo es ist, wo er berührt werden möchte von dir. Mein Körper möchte gerade auch so ein bisschen hin und her wippen und so ein bisschen hin und her schwingen. Verlass dich da ganz auf deinen Impuls, was dein Körper jetzt braucht, was er machen möchte und folge diesem Impuls. Folge deiner Wahrnehmung. Folge der Energie. Und all die Energien, die jetzt vielleicht noch irgendwo in deinem Umfeld sind, die nicht wirklich zu dir gehören, würdest du dir erlauben, all das zurückzuschenken an den Absender, da wo es hingehört. Und alles, was das verhindert, jetzt auch mit loszulassen. Sodass du ganz bei dir selbst ankommst. Wunderbar.
Lass den Atemstrom ein- und ausströmen, ganz in deinem eigenen Rhythmus. Lass die Gedanken, die aufkommen, aufkommen und lass sie weiterziehen, ohne sie zu bewerten und zu beurteilen. Und auch ohne den Anspruch zu haben, wie jetzt etwas zu sein hat. Was wäre, wenn du dir jetzt einfach erlauben könntest, nur da zu sein? Einfach nur da zu sein. In diesem deinem Raum, in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier. Ja, vielleicht magst du auch aufatmen. Bei mir kommt gerade so der Impuls, mal aufzuatmen. Ich habe auch gerade so den Impuls, meine Hände auf mein Herzchakra zu legen. Vielleicht magst du das auch, um so ganz bei dir anzukommen. Ganz bei dir selbst anzukommen. Und all das loszulassen, was nicht dir gehört. Ich würde dich auch gerne dazu einladen, dir heute immer wieder die Frage zu stellen, bei Gedanken, Gefühlen und Emotionen, die aufkommen, dir immer wieder die Frage zu stellen, ist das meines? Und auf den ersten Impuls zu lauschen, der ganz oft, so glaube ich, lauten wird, nein, ist nicht meines. Weil 99,9% der Dinge, die wir fühlen, die wir glauben, die wir denken, sind nicht wirklich unsere eigenen. Es sind gerade in der jetzigen Zeit Dinge, die wir übernommen haben, die wie so ein Schwamm auf uns liegen oder wie ein Schleier. Weil du vielleicht sehr feinfühlig bist, weil du vielleicht sehr sensibel bist, weil du vielleicht hochsensibel bist. Und wie wäre es, wenn du dich dafür jetzt auch anerkennen könntest, dass du das bist und dass du so bist, wie du bist und dass du so auch vollkommen in Ordnung bist. Und jetzt fühl mal hinein, ob da Erleichterung aufkommt. Was macht das mit dir? Dir zu erlauben, all das, was nicht wirklich zu dir gehört, und du musst nicht gar nicht wissen, was das jetzt ist, einfach zurückschicken, einfach auf den ersten Impuls lauschen. Ist es meins? Nö, weiter. Wegschicken. Zurück zum Absender. Und dann lade ich dich ein, jetzt mal so vor deinem geistigen Auge dich an eine Situation zu erinnern, wo du mal so total glücklich warst. Verlass dich ganz auf den Impuls, der erste Gedanke, die erste Situation, die jetzt kommt, wann auch immer es war, wie lange es auch immer schon zurückliegt, ist völlig egal. Lass einfach mal in deinem Bewusstsein diese Situation größer werden, wo du mal so richtig glücklich warst. Nimm diese Energie mal wahr. Atme, nimm diese Energie wahr. Schau mal, inwieweit es dir jetzt gelingt, diese Energie des Glücklichseins wahrzunehmen, zu spüren. Und selbst wenn du es nicht spüren kannst, auch dann ist nichts falsch. Stell es dir einfach vor, wie es wäre, wenn du es spüren könntest. Ich lade dich dazu ein, jetzt mal völlig frei von Bewertungen und Beurteilungen zu sein. Und dieser Energie des Glücklichseins zu erlauben, in dein Bewusstsein zu kommen, sie wahrzunehmen. Und unter dem Aspekt, dass alles eine Energie ist, alles ist eine große Energie, lade ich dich ein, dir jetzt
mit dem weiteren Einatmen vorzustellen und auch zu erlauben und auch anzunehmen, wie noch mehr Energien des Glücklichseins zu dir strömen. Atme tief und genüsslich ein und stell dir gerne vor, wie du die Energien des Glücks einatmest und aufnimmst in dein Energiesystem. Atemzug für Atemzug, erlaube der Energie des Glückes zu dir zu strömen, einzuatmen und dieser Energie auch die Möglichkeit zu geben, sich in deinem gesamten Körper auszubreiten. Alle Zellen und Organe werden durchflutet und durchpulst von glücklichen Energien. Und mit weiteren Einatmungszügen erlaube diese Energien auch sich weiter auszubreiten über deinen physischen Körper hinaus in alle feinstofflichen Körper auf alle Ebenen deines Seins. Dein gesamtes Sein wird durchflutet und durchpulst von den Energien des Glücks. Atme mal und nimm mal wahr, was das mit dir macht. Nimm mal wahr, in welche Energie, in welche Schwingung du da eintauchst. Und erlaube es dir. Erlaube dir gerade in Zeiten wie jetzt, glücklich zu sein. Und ich lade dich auch gern dazu ein, diese Energien des Glücks, wow, die du jetzt hast, zu dir fließen lassen, auch weiter strömen zu lassen, an dein Umfeld, an deine Lieben, in das gesamte Haus, in dem du dich befindest, und darüber hinaus in die Nachbarschaft, in die Gemeinde, in den Ort, in die Stadt, in das Land. Alles ist eine große Energie und es gibt von allem genug, auch von den Energien des Glücks. Atme weiter ein, füll dich auf und dieser nie endende Strom, lass ihn weiter zu dir strömen, lass ihn weiter fließen. In die Welt da draußen, zu den Menschen da draußen, zu den Tieren, zu den Pflanzen, zur Mutter Erde, hinaus ins Universum, an alles, was ist. Und fühl dich so ganz verbunden mit diesem Kreislauf des Glücks, diese Energien, die auch jetzt da sind und gerade jetzt sich weiter verbreiten mögen. Und spür mal, was das mit dir macht. Spür mal, welche Energien da zusätzlich sich in dir ausbreiten mögen, zu dir fließen möchten. Erlaube diesen Energien auch zu dir zu strömen. Atme. Atme ein, atme aus. Nimm an und lass weiter fließen. Ein und aus. Annehmen und weiter fließen lassen. Und ich lade dich auch dazu ein, dir ab heute, ab jetzt, bewusst zu machen, dass du jederzeit ab sofort, immer, wenn du merkst, boah, ich denke nicht gerade meine eigenen Gedanken, ich bin nicht gerade in meiner eigenen Kraft und Energie, dass du jederzeit diesen Strom des Glücks, von glücklichen Energien wieder ins Fließen lassen kann, bringen kannst, indem du dir einfach vorstellst, wie du diese Energie einatmest, erlaubst, diesen Energien sich auszubreiten in deinem Körper und weiter zu fließen, weiter fließen zu lassen. Was wäre, wenn du dir immer mehr erlauben könntest, so die Quelle des Glücks anzuzapfen, sie zu dir strömen zu lassen und du selbst so zur Quelle des Glücks
für dein Umfeld, für viele Menschen da draußen, für Mutter Erde, für die Pflanzen, für die Tiere, für das gesamte Universum wirst. Sehr schön. Und wenn du möchtest, öffne jetzt auch gern noch mal deine Augen. Spür mal nach, wie es dir jetzt geht. Hinterlass mir auch gerne mal ein Feedback, was es mit dir gemacht hat. Vielleicht hast du auch ein Lächeln jetzt auf dem Gesicht. Und bade noch weiter in dieser Energie. Danke für dein Sein. Danke, ihr Lieben, die ich euch jetzt hier sehe. Liebe Renate, danke. Liebe Ruth, danke. Liebe Regina, danke. Liebe Resi, danke. Liebe Hilke, danke. Liebe Edeltraut, danke. Regina, danke. Lasst uns dieses Glück weiter zu uns fließen, gerade in Zeiten wie jetzt. Und lass es weiter fließen. Erlaube dir, dich selbst zur Quelle des Glücks werden zu lassen und es weiter fließen zu lassen. Wow. Ich bin gerade so gerührt. Mir stehen die Tränen der Freude und des Glücks in den Augen. Dankeschön. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen wieder. Danke. Tschüss.